The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webinar. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute teilnehmen. Wir haben ein interessantes Thema für Sie vorbereitet. Wir wollen darüber sprechen, wie Sie in Ihrem Unternehmen Sales, Service und Marketing miteinander vernetzen können, mit dem Ziel, allen Ihren Mitarbeitern eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu geben und damit auch alle Erfahrungen und Kontaktpunkte des Kunden mit dem Unternehmen positiv zu gestalten. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen zu Beginn. Mein Name ist Katrin Schmidt. Ich bin bei Nefos zuständig für das Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das Webinar heute werde ich zusammen mit Christoph Kükemel von Salesforce durchführen. Der wird Ihnen später auch in einer Live-Demo zeigen, wie diese angesprochene Vernetzung von Vertrieb, Service und Marketing auf der Salesforce-Plattform aussehen kann. Lassen Sie mich gleich noch vorab ein paar organisatorische Dinge ansprechen. Wir haben Sie jetzt zunächst alle stumm geschaltet, damit wir eben das Webinar möglichst ohne viele Hintergrundgeräusche durchführen können. Wir haben eine Fragerunde am Schluss eingeplant. Da haben Sie die Möglichkeit, zu dem, was wir jetzt präsentieren und auch zu der Demo Fragen zu stellen. Das können Sie dann auf zwei unterschiedlichen Wegen tun. Sie können zum einen dieses kleine Fragezeichen nutzen, was Sie in der GoToWebinar-Software sehen. Wenn Sie da draufklicken, können Sie Ihre Frage im Chat stellen. Oder Sie nutzen diese kleine Hand und geben uns sozusagen ein digitales Handzeichen. Dann können wir Ihre Stummschaltung aufheben und dann können Sie direkt mit uns in Dialog gehen. Die Agenda von heute, die schaut so aus, dass ich Ihnen kurz noch Nefos vorstellen möchte. Nochmal ganz kurz unser Thema heute ein bisschen genauer erklären möchte, bevor ich dann an den Christoph übergebe, der in die Demo reingehen wird und eben im Anschluss daran die Session, in der Sie die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu stellen. Über Nefos, was macht Nefos? Nefos ist eine Salesforce-Unternehmensberatung. Wir machen ausschließlich Salesforce-Projekte, sind daher wirkliche Salesforce-Experten. Und Nefos wurde 2007 in Zürich gegründet und war dann auch 2009 der erste Premium-Partner von Salesforce im deutschsprachigen Raum. Seit 2012 ist Nefos Platinum Cloud Alliance Partner von Salesforce und seit 2013 auch AppExchange Partner. Zu den AppExchange Angeboten komme ich später noch ein bisschen. Wir beschäftigen im Moment circa 40 Consultants. Wir haben Büros in Zürich, wie gesagt, wo die Firma gegründet wurde, sind aber auch in München mit einem Büro vertreten, auch in Wien, Frankfurt und haben ein Nearshore Development Center in Warschau. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Salesforce-Partner sind und ausschließlich Salesforce-Projekte machen. Viele auch Kunden von uns haben mit uns Projekte bereits umgesetzt, um die Sales Cloud oder die Service Cloud von Salesforce einzuführen. Seit Ende letzten Jahres sind wir auch Reseller der Salesforce Marketing Cloud und haben natürlich auch unser Consulting-Portfolio um die Marketing Cloud erweitert. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir Ihnen heute das gerne vorstellen möchten, wie Sie diese drei Lösungen von Salesforce gut miteinander vernetzen können und zu Ihrem Vorteil einsetzen können. Wir arbeiten auch noch mit einer Reihe von anderen Partnern zusammen, die in dem Salesforce-Ökosystem sich befinden. Das sind dann oft Themen, die Salesforce in der einen oder anderen Weise erweitern. Wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit Magic. Das ist, da geht es in der Regel dann um Integration, eine Middleware-Lösung, die die Integration von Salesforce mit anderen Systemen ermöglicht. Dann sind wir auch ClickView-Partner, also wenn es um die Themen Reporting und BI geht, oder auch Steelbrick-Partner für automatisierte Angebotserstellung, also die Configure-Price-Quote-Lösungen. Und auch ServiceMax-Partner. ServiceMax hat eine Lösung für Field Service, also für Kundendienst. Ich möchte Ihnen gerne kurz noch vorstellen ein paar von den Schwerpunkten, die wir in vielen Projekten auch sehen und in denen Nefos auch eine große Expertise hat. Das ist einmal das Thema Integration. Das ist eine von unseren Kernkompetenzen. In vielen von unseren Projekten sehen wir auch das Thema Integration. Hier geht es nochmal um das gesamte Portfolio. Also wir begleiten die Kunden
insgesamt bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse. Wir haben einmal das Thema natürlich am Anfang die Strategie und auch die Ziele des Kunden, auch ausgedrückt in KPIs und dann natürlich die Umsetzung. Wie können wir diese Ziele und auch die Prozesse, die dafür nötig sind, abbilden auf der Salesforce-Plattform? Also das Thema dann eben Cloud Design und Implementierung, dann das Thema Integration, was ich gerade angesprochen habe und natürlich auch Migration von bestehenden Daten in und nach Salesforce. Wir begleiten den Kunden natürlich dann aber auch über den Rollout hinaus, wenn er Bedarf hat an Support und bieten natürlich auch für das gesamte Projekt Projektmanagement an. Und jetzt kommen wir dann tatsächlich zu dem Integrationsthema. Da war ich gerade der Folie ein bisschen voraus. Wir haben viele Projekte umgesetzt, in denen das Thema Integration natürlich eine große Rolle gespielt hat. Wir haben aus diesen ganzen Projekten sehr viele Erfahrungen gesammelt zum Thema, wie kann die Integration mit Salesforce erfolgen und haben diese Informationen und auch Erfahrungen zusammengetragen in einem Template. Das Template hier bezieht sich auf die Integration von Salesforce und SAP. Das ist das RITA-Template, Rapid Integration Template Approach, und bietet eine gute Möglichkeit, die beiden Systeme gut miteinander zu integrieren, ohne tatsächlich jedes Mal wieder bei Null anfangen zu müssen. Das heißt, wir haben da viele Erfahrungswerte, wo wir sagen, diese Anforderungen treffen wir in einer Vielzahl von Projekten wieder. Und mit diesem Template können wir die schon abdecken und haben dann nur noch einen kleineren Anteil an wirklich kundenspezifischen Anpassungen, die in dem Projekt dann noch zusätzlich erfolgen müssen. Auf die Art und Weise wird dann die Integration natürlich einfach schneller, weniger aufwendig, kostengünstiger und auch sehr zuverlässig, weil die eben auf diesen ganzen, zum einen auf Standards basiert und auf diesen Erfahrungen und Best Practices, die wir in diesen anderen Projekten schon gesehen haben. Eine weitere Lösung und auch Kernkompetenz von Nefos ist das Thema mobile Salesforce-App. Wir haben schon recht früh erkannt, dass da ein großer Bedarf besteht. Ich meine, Internetverbindung ist oft kein Problem, an manchen Stellen dann wiederum doch. Und die Nefos Mobile App bietet eben die Möglichkeit, auf Salesforce-Daten und Dokumente offline zuzugreifen. Die ist speziell für iPad und iPhone umgesetzt. Wir haben zum einen einmal die Standard Edition, die es ermöglicht, eben auch auf Standard Salesforce-Objekte und Felder zuzugreifen. Kann erweitert werden um eine zusätzliche Lösung, die dann eben auch Custom-Objekte und Felder abdeckt. Oder man nutzt tatsächlich Nefos Mobile als eine Plattform, um ganz individuell Prozesse abzubilden und das Ganze auch im entsprechenden Corporate Design und so weiter umzusetzen. Da haben wir eine Anwendung gemacht, zum Beispiel für die Firma Vorwerk, die eine App hat, mit der die Kundenberater, die für Vorwerk arbeiten und bei den Kunden die Produkte vorstellen, ganz einfach Kundendaten erfassen können, während des Besuchs, auch offline und dann bei wieder bestehender Internetverbindung synchronisieren können und dann die ganzen Daten, quasi den gesamten Kundenbesuch, das gesamte Reporting ganz einfach dann schon in Salesforce erfasst haben. Genau, ich möchte Ihnen gerne auch noch, ich habe gerade Vorwerk angesprochen als Kundenreferenz. Wir haben natürlich für eine Reihe von Firmen viele interessante Projekte umgesetzt, seit 2007 so 250 plus Projekte für Firmen in ganz unterschiedlichen Branchen, wie Sie hier sehen. Wir haben für die Marketing Cloud, die wir ja, wie gesagt, seit letztem Jahr mit in unserem Portfolio haben, schon Projekte umgesetzt. Ich würde Ihnen da gerne eines von kurz vorstellen. Das haben wir gemacht bei der Firma Lioness. Lioness ist eine weltweit tätige branchen- und auch länderübergreifende Shopping-Community. Dort haben wir neben der Sales Cloud auch die Marketing Cloud implementiert. Lioness arbeitet mit 40.000 Partnerunternehmen zusammen. Die bieten ihren Kunden besondere Einkaufskonditionen. Das ist quasi so ein Loyalty-Programm. Und das sind oft ganz kleine oder mittelgroße Unternehmen. Für die haben wir es ermöglicht, dass sie mit Salesforce arbeiten können und in Salesforce Leads managen, Kontakte erfassen, aber auch Verteilerlisten für ihre Marketingaktivitäten, also für E-Mail-Kampagnen zum Beispiel, erstellen können. Und haben dann die Integration mit der Sales Cloud gemacht, Marketing Sales Cloud, sodass die
Templates nutzen können, vordefinierte Templates, um auf ganz einfache Weise eigene E-Mails und Newsletter zu erstellen und dann ein professionelles E-Mail-Marketing umsetzen zu können. Da kommen wir dann genau schon zu dem Thema, was wir heute hier besprechen wollen, der Integration von Sales, Marketing und Service. Warum ist das so wichtig heute? Wir haben immer mehr Kontaktpunkte zwischen Interessenten und Kunden und Unternehmen. Wir haben viele Kanäle, die die Kunden nutzen können und haben natürlich auch die Kunden, die untereinander vernetzt sind und sich in den sozialen Netzwerken austauschen. Daher ist es wichtig, dass man quasi diese ganzen möglichen Kontaktpunkte oder auch Anknüpfungspunkte mit dem Kunden möglichst zentral managt auf einer Plattform und auch die ganzen Kanäle und Kontaktdaten, Kundendaten alle miteinander gut verbunden sind. Wir haben, sehen hier, wir haben eine Integration zum einen einmal natürlich zwischen der Sales und der Marketing Cloud, wie ich es gerade auch schon beschrieben habe, am Beispiel der Firma Lioness. Das heißt, ich habe Standardobjekte aus Salesforce zum Beispiel wie Accounts und Contacts und Leads aus der Sales Cloud, mit denen ich natürlich zum Beispiel, wie gesagt, Verteilerlisten erstellen kann, die ich dann für Marketingkampagnen in der Marketing Cloud nutzen kann. Das ist natürlich keine Einbahnstraße, sondern ich kann natürlich auch die Reaktionen auf die Marketingkampagne und Reports und Auswertungen wieder zurück natürlich auch oder Reaktionen der einzelnen Kunden wieder zurückspielen in die Sales Cloud, sodass ich alle Informationen verfügbar habe. Ein anderes Beispiel auch nochmal der Integration wäre dann auch einfach die Integration zwischen Marketing Cloud und Service Cloud. Viele Unternehmen nutzen heute auch ganz stark die Social Media Kanäle. Das wird Ihnen der Christoph auch gleich nochmal vorstellen, welche Möglichkeiten es da gibt und decken zum Beispiel auch viel von Kundenservice-Anfragen ab, indem sie aus den Social Media Kanälen die Anfragen übernehmen, in die Service Cloud dort Tickets erstellen und dort die Anfragen entsprechend bearbeiten können. An der Stelle, kurz soweit meine Hinführung zu dem Thema, würde ich jetzt gerne übergeben an den Christoph von Salesforce, der Ihnen das Ganze auch nochmal praktisch in einer Live-Demo zeigen wird. Super, danke Katrin. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Auch danke, dass Sie an dem Webinar teilnehmen. Wie Katrin schon angesprochen hatte, möchte ich Ihnen heute einfach mal die Plattform im Kontext der Integration vorstellen. Ja. In der Zwischenzeit nennen wir es bei uns intern auch das Gesamtproduktportfolio, die Customer Success Plattform. Und es gibt auch einen guten Grund dafür. Ja. Wir möchten natürlich auch sehen, dass quasi auch unsere Kunden sich mehr an ihren Kunden ausrichten. Ja, man kann sich an vielen ausrichten, an Shareholder Value, am Markt und so weiter. Aber wir wollen ihnen eben eine Plattform bieten, die ihnen hilft, dann auch mehr Fokus auf den Kunden zu setzen. Und wie Katrin angesprochen hat, ja, es gibt unheimlich viele Kanäle heutzutage, ja, sei es Social Media, sei es Mobile Apps, lassen Sie es Community sein. Da haben wir schon auf der Seite des Kunden natürlich unheimlich viele Touchpoints. Ja, da kommt natürlich auch noch der Offline-Bereich dazu, ja, dass man eben im Store ist, eben Callcenter anruft und so weiter. Aber wir sehen den Gap, wir können hier quasi auch den Customer Gap durch den Company Gap ersetzen, dass wir eben sehen, hier auf der rechten Seite, wenn wir Sie als Firma oder jede beliebige Firma nehmen, dass auch hier natürlich Gaps zwischen einzelnen Teams gibt, ja, zwischen dem klassischen Marketer, zum Kundenservice, aber auch Sales. Ja, bei Sales und Marketing sieht man, glaube ich, noch relativ häufig eine Überschneidung. Da kommt man noch relativ häufig zusammen. Ist auch bei uns so, dass natürlich Vertrieb und Marketing, gerade in Hinsicht auf Messen und so weiter, doch relativ eng zusammenarbeiten. Aber der Kundenservice immer ein bisschen außen vor bleibt. Ja, und ich denke schon, dass es für die Nachhaltigkeit auch wichtig ist, ja, dass wir diese Lücke, die wir haben, ja, sei es innerhalb der Firma, aber auch natürlich dann rüber zum Kunden, irgendwo schließen. Ja. Und das ist ein relativ wichtiges Konzept, denn, und Sie werden sehen bei der nächsten Slide, da sehen Sie dann auch einen klaren Unterschied zwischen Slides, die wir, glaube ich, auch so auf Corporate-Ebene nutzen und Slides, die ich selber erstelle. Ich möchte aber hier auch mal zeigen, wenn wir so mal ein bisschen grob die Entwicklung sehen von einem Kunden, ja, also vom Interessenten hin zum Kunden, einen Kunden, der regelmäßig bei Ihnen kauft, vielleicht bis hin zu einem Brand-Advocat, ja, jemand, der auch eben Ihr Produktportfolio, Sie als Unternehmen auch bewirbt, ja, sie weiterempfiehlt.
Und wenn wir hier die unterschiedlichen Teams sehen, ja, so jemanden vom Prospect zum Customer zu bekommen, das ist natürlich auch irgendwo eine Marketingaufgabe, ja, den Lead-Funnel füllen, ja, die Leads qualifizieren, nurturen, das Ganze dann an Sales übergeben, ja, Sales bringt denjenigen zum Kunden rüber. Den wiederkehrenden Kunden, ja, da kommen wir dann auch schon so langsam in den Services-Bereich rein. Ja, wie gut ist der Kundenservice, wie gut ist auch das Produkt? Ja, haben wir dort wirklich eine nachhaltige Lösung, die auch den Kunden einen Grund gibt, wieder zu bestellen? Ja, viele sind ja heutzutage auf dem Subscription-Modell. Das betrifft natürlich auch uns Salesforce. Ja, wir sind ja auch im Subscription-Modell als klassischer Cloud-Anbieter. Und dementsprechend ist es natürlich auch uns wichtig, dass der Kundenservice passt. Ja, denn nur der gute Kundenservice stellt dann auch sicher, dass Sales seine Renewals auch wieder reinbekommt. Aber wenn wir wirklich jemanden dahin bringen wollen, dass jemand ein Brand Advocate ist, ja, da gibt es natürlich viele offensichtliche Beispiele, Harley Davidson und andere, wo natürlich auch viel durch den Lifestyle selber kommt. Ja, das ist natürlich nicht in jeder Branche, in jeder Industrie gegeben, dass man wirklich diesen Lifestyle-Moment irgendwo aufbauen kann. Aber über alle Branchen hinweg sehen wir, ja, wenn wir wirklich ein Zusammenspiel haben zwischen Marketing, zwischen Sales und Services, haben wir eben die Möglichkeit, diesen Gap zu schließen. Ja. Und das ist dann auch die Idee von unserem Produktportfolio, ja, das in der Zwischenzeit schon recht ausführlich ist, wenn wir die unterschiedlichen Clouds angucken, die hier im Angebot sind. Ich werde heute nicht auf alle eingehen, ja, aber Fokus heute einfach mal zu sehen, wie können wir Sales, Service und Marketing zusammenbringen. Ja. Die Marketingkomponente möchte ich zum einen mal aus der Sicht der klassischen Kampagne betrachten. Ja, wie können wir eben unsere CRM-Daten nutzen, um Kampagnen auszusteuern? Wie können wir die Aktivitätsdaten drumherum dann auch wieder im CRM nutzen? Ja, das kann natürlich auch ein schöner Einblick sein, sowohl für Services-Team, ja, also auch mir ist es wieder vor ein paar Wochen gegangen, dass ich eigentlich einen Service-Case offen hatte, eine Eskalation mit einem Reiseunternehmen, parallel dann aber auch die Marketing-E-Mails bekomme, die mir dann einen tollen Rabatt anbieten, ja, wo ich noch einen Case offen habe. Das kann auch eine emotionale Geschichte sein. Zum anderen möchte ich das Ganze aber auch aus Sicht der Social Media Komponente heute betrachten im Tool und sehen können, okay, wie kann ich denn die Marketing Cloud gerade mit Fokus auf Social Media nutzen, um vielleicht meinen Kundenservice in diesem Bereich aufzubauen. Und dass wir wirklich hier in diesen Bereichen hier oben wirklich erfolgreich sind, dafür brauchen wir eben die Single View of the Customer. Ja, das war auch, geht ein bisschen zurück, was wir vorhin gesehen haben, der Integrationsslide von Katrin, dass wir es schaffen, die unterschiedlichen Daten aus dem ERP, Point of Sales, aus Social Media, ja, die Aktivitätsdaten, die vielleicht eine Marketing Cloud sich erarbeitet, dass wir die in einem Kundenprofil zusammenfassen. Das einfach mal als kleine Einführung. Ich glaube, wir haben für den Moment erstmal genug Slides. Ich habe später noch zwei Kundenbeispiele, die ich Ihnen zeigen möchte. Aber jetzt will ich mal sagen, bringen wir das Ganze mal in die Realität, ins echte Leben. Hier kurz auf Escape. Und gehen mal hier rüber in meine Salesforce-Instanz. Ich hoffe, man kann meinen Screen und meine Maus noch sehen. Ich bin jetzt hier in meiner Demo-Instanz, Northern Trail Outfitters. Das ist unser fiktiver Online-Einzelhändler, also für alles rund um Outdoor-Artikel, was ist das, Wandern sein, Radfahren und so weiter. Und kann jetzt hier natürlich dann auch beliebig wechseln. Ja, wir werden später noch auf die Service-Cloud-Komponente, auf die Konsole mit draufschauen. Aber wir sind jetzt hier, neben den klassischen Contacts, Leads und so weiter, die wir hier drin haben, habe ich jetzt hier auch meinen Marketing-Cloud-Tab. Aus Integrationssicht, generell, wenn wir auf die einzelnen Personen gucken, integrieren wir mit Contacts, mit Leads, aber auch mit Person-Accounts. Für meine Kampagnen kann ich mich dort wiederum an meine Reports, also an meine Segmente wenden, aber auch an Campaigns. Gehen wir hier mal drauf auf die Marketing Cloud, müssen wir auch mal drauf gucken, na, wie kann ich dann so Stück für Stück eine Kampagne aussteuern, na, dass ich dann hier eben auch direkt meine Zielgruppe aus dem CRM ansteuere. Ja, wähle hier jetzt mal meine Business Unit aus. Ja, die Marketing Cloud ist genauso wie die Sales Cloud mandantenfähig. Das heißt, ich wähle jetzt hier erstmal meine Business Unit, meinen Mandanten aus. Und sehen jetzt, ich kann jetzt hier erstmal meine E-Mail auswählen. Die E-Mail haben wir in der Marketing Cloud schon erstellt. Die wähle ich jetzt hier einfach direkt aus, kann jetzt hier direkt auf mein Content Management in der Marketing Cloud zugreifen. Wähle meine E-Mail aus. Ja, jetzt nehme ich jetzt hier einfach mal Monthly Offer. Ja, ich kann die Betreffzeile jetzt hier noch überarbeiten. Ich kann die Betreffzeile selbstverständlich auch personalisieren. Ja, wenn man so ein bisschen auch die Aufgabengebiete der unterschiedlichen Clouds sieht, ja, haben wir natürlich die Sales Cloud, die Service Cloud als das führende System. Ja, hier liegen unsere Kundendaten, unsere Interessentendaten mit ihrem gesamten Profil.
Und die Marketing Cloud ist dann die Messaging Engine. Ja, wir verschicken die E-Mails, wir verschicken SMS, Push Notifications und so weiter. Wir sind dann aber auch auf der Datenbasis, die wir hier aus dem CRM bekommen, natürlich auch die Personalisierungsengine. Ja, sprich, wir nutzen die Daten, die einen Kontakt, einen Kunden, einen Interessenten definieren, zur Personalisierung. Das kann eine simple Personalisierung sein, einfach nur, dass ich die Anrede mit in die E-Mail reinbringe. Das ist natürlich noch simpel, das macht, glaube ich, heutzutage jeder. Ich kann diese Daten dann aber auch nutzen, um dynamischen Content auszusteuern für unterschiedliche Geschlechter, multilinguale E-Mails, aber auch natürlich dann deutlich tiefer gehen, wenn wir vielleicht die Transaktionsdaten mit betrachten, können wir hier dann auch entsprechend Produktempfehlungen aussteuern. Ich habe hier schon mal einen Report ausgewählt. Ja, in dem Fall schicke ich dann alle meine Kontakte. Ich könnte mir hier aber natürlich auch spezifische Reports aufbauen, wo ich meine Zielgruppe, mit der ich kommunizieren möchte, nochmal genauer runterbreche. Wir haben dann hier die Möglichkeit, unsere Absendername und Adresse auch zu wählen, beziehungsweise auch hier gleich zu personalisieren. In dem Fall könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, dass Absendername und Adresse direkt vom Record Owner gezogen wird. Ja, dass dann eben die E-Mail im Namen des Kundenberaters, ja, des Vertrieblers und so weiter verschickt wird. Ich kann das hier sofort verschicken, beziehungsweise kann ich auch sagen, ich möchte das vielleicht erst in der nahen Zukunft verschicken. In dem Fall können wir jetzt sagen, die können wir eigentlich auch direkt verschicken. Ja, ich gebe hier nochmal ein Opt-in, klicken auf Send und schicken dann auch direkt die E-Mail raus. Das war jetzt einfach mal der klassische E-Mail-Versand, ja, direkt rausgeschickt. Wir können aber auch, ja, in Hinsicht auf Marketing Best Practice natürlich auch andere Kampagnen fahren. Hier nochmal einen Schritt zurück. Ich wähle hier nochmal ganz kurz meine Business Unit aus und können neben dem klassischen Ad-Hoc-Versand, wir sehen es jetzt hier dann auch rechts oben, lasse ich hier mal ganz kurz laden, können wir unsere AB-Tests verschicken. Ja, sprich, wenn wir hier mal ein bisschen durchtesten wollen, ja, gehe ich hier mal auf neuen AB-Test, gibt dann unterschiedliche Faktoren, die wir hier automatisiert testen können. Vielleicht möchte ich einen Betreffzeilentest machen, ja, sehen wir hier zum Beispiel, die Business Unit wählen, wir können die gesamte E-Mail, also unterschiedliche Designs der E-Mail gegeneinander testen. Na, vielleicht wollen wir hier unterschiedliche Call to Actions auch auswählen. Ich kann mein Testszenario auch ganz spezifisch, ganz granular runterbrechen auf bestimmte Bereiche innerhalb der E-Mail, ja, wo ich bestimmte Content-Blöcke gegebenenfalls gegeneinander testen möchte. Absendername, Adresse können wir gegeneinander testen. Da geht es ein bisschen auf den Punkt von gerade eben zurück. Man kann nochmal gucken, wie sind denn die Resultate, wie sind denn die Öffnungsraten aus, wenn wir eine allgemeine Absenderadresse vergleichen mit vielleicht dem Record Owner, ja, wenn es im Namen des Kundenbetreuers kommt. Oder wir möchten vielleicht unterschiedliche Versandzeitpunkte gegeneinander testen. Also wähle hier eben entsprechend meinen Faktor aus, den ich testen möchte. Wir dann hier die unterschiedlichen Betreffzeilen mit reinpacken. Das kann natürlich deutlich kreativer ausfallen als jetzt bei mir. Ja, Betreffzeile A versus Betreffzeile B. Wähle wieder meine Zielgruppe aus. Sage, okay, ich möchte dann hier zum Beispiel 50% testen, sprich das System wird dann automatisch einfach zufällig 25% auswählen, bedient diese mit der Betreffzeile A, 25% erhalten mit Betreffzeile B und ich kann das Ganze selbstverständlich dann auch automatisieren, wie es sich gehört bei einem AB-Test, wo ich sage, okay, der Gewinner soll dann eben basierend auf der höheren Öffnungsrate erfasst werden und ich möchte dann eben, dass einen Tag später die verbleibenden 50% mit der besser performenden Betreffzeile verfolgt werden. Ja, ich kann dann hier natürlich auch sagen, dass der Gewinner automatisch gewählt werden soll. Ja, ich kann jetzt hier natürlich auch sagen, das Ganze soll manuell stattfinden. In dem Fall würde mich das System nochmal informieren und sagen, okay, Betreffzeile A hat gewonnen. Vielleicht möchte ich einfach nochmal drauf gucken, aber in den meisten Fällen überlasse ich die Entscheidung eigentlich dem System und sage dann 24 Stunden später, die bessere Betreffzeile an den verbleibenden Empfänger verschicken. Wenn diese Kampagne verschickt ist, geht es natürlich auch darum, dass wir die Tracking-Daten mit zurückbekommen. Ja? Die Tracking-Daten kommen auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen ins System zurück. Also technisch gesehen kommen sie auf die gleiche Art und Weise zurück. Ja, das Ganze auch nahezu in Echtzeit. Aber wir betrachten dann am Ende des Tages die Daten aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen aus der aggregierten Perspektive. Ich gucke jetzt hier zum Beispiel auf einen spezifischen E-Mail-Versand drauf. Hier zieht sich die Sales Cloud direkt das Dashboard aus der Marketing Cloud mit rein. Wir können dann eben sehen, ja, wie viele Öffnungen, wie viele Klicks haben wir sowohl gesamt als auch unique für uns erarbeitet. Wenn ich hier dann aber runterscrolle, ja, sehen wir hier dann zum Beispiel auch das Ganze runtergebrochen
auf einzelne klickbare Elemente, sprich Links in meiner E-Mail. Ja, hier kann ich auch sehen, welcher Link ist wie oft geklickt worden. Ja, kann jetzt hier auch nochmal drauf gehen, den genauer betrachten. Wir haben das Ganze aber dann hier auch nochmal unter Send Analytics festgehalten. Ja, sprich, hier wird es dann quasi auch über alle Versendungen hinweg nochmal für uns aggregiert. Ja, so eine kleine Management-Konsole. Ja, wenn vielleicht der CMO oder andere Direktoren nochmal drauf gucken möchten, ja, haben wir hier dann auch die Möglichkeit, entsprechend in einem Dashboard das Ganze nochmal zu betrachten. Kann hier jederzeit meinen Zeitraum ändern, ja, in welchem ich auf diese Daten drauf gucke. Kann meine KPIs auch entsprechend erweitern. Aber auch hier natürlich wieder die Möglichkeit, das Ganze runterzubrechen auf eine bestimmte E-Mail. Aber ich kann es auch hier auf einzelne Empfänger runterbrechen. Ja, das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Denn bisher gucken wir wirklich auf kampagnenorientierte oder eben E-Mail-orientierte aggregierte Daten. Das Ganze wird aber auch zurückgebracht auf die Ebene eines einzelnen Leads oder auch auf einen einzelnen Kontakt am Ende des Tages. Ja, sprich, Sie haben hier dann die Möglichkeit, wenn ich mal auf diese Person hier zum Beispiel drauf gucke, jetzt kommen wir mal ein bisschen runter, ja, sehen wir hier individuelle E-Mail-Resultate für diese spezifische Person. Und hier kann ich dann eben sehen, ja, welche E-Mails hat die Person erhalten, wie hat die Person mit diesem E-Mail-Objekt interagiert, hat sie diese E-Mail geöffnet oder nicht. Haben Sie gegebenenfalls geklickt. Auch das können schon mal entsprechend wertvolle Informationen für einen Vertriebler sein. Ja, das reflektiert ja auch eine gewisse Präferenz bei der Person. Aber auch für den Kundenservice ist sowas natürlich einsehbar. Ja. Und ich kann hier natürlich auch jederzeit drauf zugreifen und dann gucken, okay, wie sah die E-Mail denn überhaupt genau aus? Ja? Welches Angebot haben wir der Person denn hier überhaupt gemacht? Ja? Um sowohl für den Vertrieb als auch für den Kundenservice ein bisschen Kontext herzustellen. Ja. Wie gesagt, das Ganze fließt in Echtzeit wieder zurück. Haben wir hier schon mal das Datenmodell erweitert. Und auch hier, ja, kleiner Ausblick, ist jetzt kein Tool, was wir uns heute im Detail angucken werden. Ja, aber wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch noch Daten, die über die Predictive Intelligence Engine aus der Marketing Cloud kommen. Ja, Predictive Intelligence Engine ist Teil der Marketing Cloud und erlaubt es Ihnen eben, das Verhalten auf der Webseite festzuhalten und dementsprechend Empfehlungen auszusteuern. Das können Produktempfehlungen sein, das können inhaltliche Empfehlungen sein, bis hin zu Bannerempfehlungen auch. Und auch das, ja, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel hier dann auch rübergehen, ja, sehen wir dann auch gleich, ja, basierend auf der Predictive Intelligence Engine, auf diesem Algorithmus, welche Produkte sind denn entsprechend empfohlen für diese Person im nächsten Schritt? Ja, in meinem Fall ist es jetzt relativ Retail-orientiert. Ja, wir können uns hier eigentlich beliebig an jeden Produktkatalog anpassen. Und auch das, ja, sieht man gleich, das sind wieder sehr wertvolle Informationen, sowohl für den Vertriebler, wenn er vielleicht vor Ort ist, ja, nutzt eine von der Nephos entwickelten mobilen Applikation, dass man schon sieht, okay, welche Produkte sind denn relevant für diesen Kunden? Ja, basierend auf seinem Kaufverhalten, aber basierend auf seinem Webverhalten. Ja, lassen Sie es die Käufe sein, vielleicht hat jemand was im Warenkorb zurückgelassen oder sich bestimmte Produkte, ja, lassen Sie es eben aus dem Retail-Bereich hier Kleidung sein, bis hin zu Whitepapern oder Kursen. Ja, was hat er sich angeguckt auf der Webseite? Also auch da wieder ein ganz klarer Übergang zum Sales-Team, aber auch zum Services-Team. Das ist immer so die erste Komponente der Integration. Ja, jetzt hier wirklich eher auf den Kampagnen, auf den Marketing-Aspekt. Ich möchte das Ganze aber auch mal rüberbringen auf den Services-Aspekt. Ja, ich lade hier schon mal die Service-Cloud-Konsole, möchte aber das Ganze rüberbringen auf den Kontext von Social Media. Ja, ich bin hier im Social Studio, ja, eine von mehreren Kanal-Applikationen, die wir in der Marketing Cloud zur Verfügung haben. Ja, wir bieten dort E-Mail an, SMS, Mobile Push, bis hin zum Advertising-Bereich, wo wir dann auch Retargeting auf Facebook und Twitter fahren können, aber eben auch der Social-Media-Bereich. Social Studio bringt quasi alle Aufgaben, die wir im Social-Media-Bereich haben, zusammen. Ja, wir sehen jetzt hier zum Beispiel meinen Publishing-Bereich. Dort werde ich eben meine eigenen Kanäle, da unterstützen wir momentan Facebook, Twitter und LinkedIn, dass ich die dort eben mit Inhalten befülle. Ja, sehen wir hier dann auch meinen Kalender. Ja, was ist wann rausgegangen? Kann jetzt hier drauf gehen. Ja, kann jetzt hier leider den Post nicht laden, vielleicht hat ihn jemand gelöscht. Aber hier kann ich wirklich meine Inhalte auf den Weg bringen, ja, auch für die Zukunft planen und habe hier dann entsprechend auch meine Performance-Daten drumherum. Der wichtige Teil ist aber hier die Engagement-Konsole.
Denn hier kann ich in einen Dialog treten mit Interessenten, mit Kunden. Ja? Hier habe ich jetzt hier unterschiedliche Spalten. Ja? Hier betrachte ich zum einen meine eigenen Kanäle, ja, meinen Facebook-Kanal, als auch meinen Twitter-Kanal. Sehe ich hier zum einen, ja, was habe ich denn selber gepostet? Ja, hier sehe ich dann aber auch zum Beispiel Kommentare, die reingekommen sind. Ja, wenn jemand direkt auf der Facebook-Seite einen Kommentar abgibt, ja, sehen wir jetzt hier zum Beispiel, ja, didn't receive my order, NTO fail, ja, klassische Beschwerde auf Facebook. Ja, das wird auch über mehr Branchen hinweg immer relevanter. Ja. Auf der nächsten Spalte hier sehe ich das Ganze für Twitter runtergebrochen. Hier sehe ich zum einen, ja, wo bin ich gegebenenfalls gemenschent worden. Ja, hier sehen wir dann aber auch zum Beispiel Direct Messages, Replies und so weiter, alles direkt festgehalten. Ja. Und noch eine Spalte weiter. Hier gehen wir dann auch so ein bisschen in den Listening-Bereich rein. Ja, Analyze werden wir gleich sehen. Hier haben wir das quasi erweitert über unsere eigenen Kanäle hinweg. Ja, das ist also hier Facebook, Twitter, klassische Owned Media, meine eigenen Kanäle. Aber hier habe ich ein Listening-Profile. Sprich, ich habe mir Keywords erstellt, mit denen ich in den erweiterten Social Media, in das erweiterte Social Media-Umfeld reinhöre und eben gucke, ja, wo wird meine Brand erwähnt, wo werden gegebenenfalls Competitor, unsere Konkurrenz erwähnt, aber auch vielleicht auf einer Themenebene. Ja, wo spricht denn jemand über Wandern oder über größere Mountainbike-Tour und so weiter? Ja, also hier ist das Ganze wirklich deutlich erweitert. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch, ja, nach Leads gucken. Ja, vielleicht ist jemand interessiert in einem bestimmten Thema und ich möchte eben, dass das Vertriebsteam das entsprechend aufnimmt. Wenn wir jetzt hier mal auf einen Kommentar ein bisschen genauer draufklicken, ja, kann ich jetzt hier den Post ein bisschen weiter untersuchen. Ja. Hier haben wir jetzt hier zum Beispiel den Status. Könnte jetzt hier den Status auch entsprechend ändern, wenn ich möchte. Aber so, okay, das ist ein bisschen komplizierter. Ja, da braucht man ein Follow-up. Ja, da muss vielleicht nochmal ein Experte drauf gucken. Ja, wollen wir einen genaueren Review machen, bevor wir hier direkt antworten. Ich kann dem Ganzen auch eine Priorität geben. Ja, wir sehen jetzt hier, hat jemand etwas gekauft und der Reißverschluss ist direkt kaputt gegangen. Aber so, okay, da muss man direkt drauf eingehen. Okay, machen wir Priority High. Ich kann es hier auch direkt in der Social Studio Applikation erstmal eine Person zuweisen. Ja, wir bewegen uns aber immer noch im Social Studio und sagen, okay, jemand, der hier Zugriff hat, dem wird es zugewiesen und er soll aus Social Studio heraus direkt mit dieser Person in Kontakt treten. Ja, sehen jetzt hier zum Beispiel auch Sentiment, wo ich kann sagen, okay, die Person, ja, ist negativ eingestellt, Produkt ist kaputt. Ja, dass jemand, der diesen Case dann auch entsprechend aufnimmt, hier dann auch gleich mal einen Hinweis hat, ja, mit was für einem Sentiment oder was für eine Stimmung hat er denn es überhaupt zu tun. Ich sehe hier dann auch einen Activity Stream. Das bezieht sich sowohl auf den Post selber. Hier können wir sehen, ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel das Ganze von den Status geändert, ja, habe den Sentiment geändert. Hier da eben auch die nächste Person, die gegebenenfalls auf diesem Post arbeitet. Ja, ein bisschen Transparenz, was ist denn hier drumherum passiert. Aber ich möchte das natürlich jetzt auch irgendwo rüberbringen in den Bereich der Service Cloud. Ja, ich sage, okay, das möchte ich direkt in mein CRM bringen, dass jemand im Kundenservice drauf eingeht. Ich kann mich natürlich hier in der Social Studio Applikation bewegen, aber in der Service Cloud habe ich natürlich auch deutlich mehr Kommunikationsmöglichkeiten. Denn dort greifen wir auch auf das gesamte Profil der Person wieder zu. Ja? Vielleicht machen wir ein Telefon-Follow-up. Ja? Hier haben wir dann in der Service Cloud natürlich auch unsere ganzen Dashboards, wo wir sehen können, okay, ja, wie bewegen wir uns denn im Sentiment, wie viele Cases sind abgearbeitet worden. Ja? Kann ich jetzt hier entsprechend draufgehen und sagen, okay, diesen Post möchte ich zur Service Cloud schicken. Ja? Klicke ich drauf. Zack, haben wir das rübergeschickt zur Service Cloud. Und wenn wir hier mal für den Moment die Perspektive wechseln, ja, gehe ich mal hier drauf, habe ich hier meine offenen Cases. Ja, hier sehen wir dann auch gleich, ja, über welche Quellen ist es denn reingekommen. Denn Kundenservice ist natürlich nicht nur Social Media, obwohl es immer wichtiger wird. Ja, sehen wir hier, ist über das Telefon reingekommen, über Twitter und so weiter. Und nehmen wir mal diesen Case hier, das ist unser Marshall Feather. Ja, dann sehen wir jetzt hier, ja, direkt in der Service Cloud. Ich kann jetzt hier auch wunderschön als Service Agent in unterschiedlichen Tabs arbeiten. Ja, sehen wir hier nochmal, was reingekommen ist. Ja, der Zipper, der Reißverschluss ist kaputt gegangen. Ja, sehen wir hier dann eben auch den entsprechenden Thread drumherum. Ja, wem ist es zugewiesen worden? Ja, Case ist erstellt worden. Sehen hier nochmal die Übersicht dazu.
Ich könnte hier natürlich auch die View entsprechend wechseln. Hier ist ein bisschen visualisierter. Ja, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel drauf gehe, ja, haben wir die klassische CRM-Sicht, ja, mit Case-Tracking drumherum, welchen Social Post, ja, was hat sich drumherum getan, ja, vom neu zu Waiting on Customer, sprich, wir haben den Kunden geantwortet, ja, und sehen jetzt hier dann auch die Kontakthistorie entsprechend hinterlegt, können jetzt hier natürlich dann aber auch direkt auf den User selber zugreifen. Für den klassischen Arbeiter, Mitarbeiter im Kundenservice, derjenige muss jetzt nicht notwendigerweise in einem separaten Tool arbeiten, um der Person zu antworten. Ja, ich könnte jetzt hier eben direkt auf Social Post gehen. Ja, Sie sehen, jetzt zieht sich direkt den Twitter-Handle und dann sage ich, okay, sorry to hear that you have problems. Ja. Und dann fragen wir jetzt hier einfach nach der Bestellnummer, dass wir dann hier eben ein bisschen weiter nachforschen können. Ja? Und wenn wir saubere Integration haben, ja, wir kriegen die Bestellnummer zurück, das ist eine Sache, die können wir natürlich dann auch wieder im Kundenprofil nachverfolgen. Ja? Wo hat es gekauft und so weiter. Schicken wir das entsprechend raus. Und ich kann dann hier im wunderschönen direkt aus der Service Cloud einen Tweet absetzen, um dann vielleicht hier einfach den Status wieder wechseln. Ja, vorher hat es schon mal ein Kollege gemacht. Das heißt, wir warten hier jetzt einfach auf das Feedback von unserem Kunden entsprechend. Hier haben wir natürlich dann auch die Möglichkeit, direkt auch auf unser Knowledge Hub zuzugreifen. Ja, wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite dann auch gleich die Knowledge Base. Ja, vielleicht hat es so einen Fall schon mal gegeben. Vielleicht haben wir auch schon regelmäßig vielleicht Probleme gesehen mit dem Reißverschluss. Sprich, ich kann hier auf meinen Knowledge Hub zugreifen und eben gucken, ja, vielleicht haben wir schon vordefinierte Antworten für diesen Fall. Ja, also auch das kann sehr, sehr hilfreich sein, um auch einfach die Effizienz zu erhöhen. Ja, diesen Fall gab es schon mal vordefinierte Templates. Ja, wir können deutlich schneller auf den Input, den wir vom Kunden bekommen haben, reagieren. Ja, dann sehen wir hier dann auch entsprechend weitere Details. Ich kann mir dann auch das Profil von der Person, ja, genauer angucken. Jetzt hier dann auch direkt das Twitter-Profil zugreifen kann oder eben auf andere Quellen. Ja. Da läuft dann auch der Cloud-Score mit rein, aber hier kriegen wir dann eben auch einen genaueren Einblick direkt von der Quelle selber. Ja. Alles wunderschön konsolidiert und zusammengefasst hier. Eine weitere Komponente, die ich noch gerne im Social Studio selber vorstellen möchte, und dann vielleicht noch ein, zwei Use Cases kurz vorstellen, bevor ich dann auch einfach den Panel einfach nochmal öffnen möchte. Vielleicht hat die Katrin auch schon die ersten Fragen bekommen. Ist die Listening-Komponente. Ja? Wir sind hier wirklich noch klassisch unterwegs auf unseren eigenen Quellen. Hier habe ich aber auch schon erwähnt, ja, gucken wir etwas genauer auf das gesamte Social-Media-Umfeld drauf. Ja? Sprich, mit Social Studio, neben dem klassischen Publishing für die einzelnen Kanäle, der Engagement-Komponente, haben wir hier dann eben auch die Möglichkeit, in den Bereich des Listenings, ja, der Analytics auch reinzugehen. Das bedeutet dann eben, basierend auf entsprechenden Keywords, in das erweiterte Social Media Umfeld reinhören. Ja, und auch hier kann ich mir dann entsprechend meine Dashboards aufbauen. Ja, wir sehen, ich könnte jetzt hier eben auch noch ein bisschen filtern. Ja, wonach gucke ich denn überhaupt genau? Was sind meine Keywords? Auf welchen Quellen möchte ich denn überhaupt nachgucken? Und dann sehen wir hier dann auch, basierend auf den Keywords, die wir aufgesetzt haben, ja, schon mal meinen gesamten Feed. Auch hier, ja, die Möglichkeit drauf zu klicken, kriegt hier drüben, ja, meinen Post genauer dargestellt, kann den entsprechend hier mit Prioritäten, mit Sentiment entsprechend versehen. Aber hier sehen wir dann auch aggregierte Dashboards, die hier festgehalten sind. Ja. Wie viel ist denn generell auf den unterschiedlichen Quellen wie Twitter, Facebooks, auf Blogs, auf Foren und so weiter über diese Keywords gesprochen worden? Ja. Wie vorhin angesprochen, das kann unsere eigene Brand sein. Sie können es auf Produkte runterbrechen, auf Themen. Also hier ist wirklich nur eine Frage, welche Keywords wir entsprechend aufbauen. Da sehen wir dann auch hier die Änderungen. Wir kriegen hier dann auch darunter auch gleich dargestellt die Word Cloud. Ja, welche Wörter sind erwähnt worden? Da geht schon ein bisschen so in die Richtung auch vom Crisis Management. Ja, wir haben vorhin diesen Tag gesehen mit NTO Fail. Ja, vielleicht sehen wir dann auch relativ viele Posts, die eben diesen Tag genutzt haben. Und auch hier kann ich direkt drauf zugreifen, drücke auf Hiking drauf und wir sehen auch hier wieder wunderschön runtergebrochen die einzelnen Posts zu diesem einzelnen Wort. Ja, also hier können wir einen schönen Drill-Down von der Word Cloud machen
auf einzelne Kommentare runter. Und darunter sehen wir dann auch die einzelnen Länder runtergebrochen, ja, welche Sprachen sind genutzt worden und dann hier natürlich dann auch die Sentimentsanalyse, die festgehalten worden ist, ja, und auch wie sich Sentiment über die Zeit hinweg entwickelt hat. Wie gesagt, hier ein bisschen aggregierter, aber mit entsprechenden Drill-Down-Funktionalitäten, dass wir auf die einzelnen Posts reinkommen. Auch hier hat einfach Marketing auch nochmal ein bisschen eine Analytics-Komponente. Ja? Wie schnell reagiert der Customer Service drauf? Ja? Haben wir hier entsprechende Kontrolle über den Sentiment auch bekommen? Ja? Vielleicht gibt es einfach mal einen Produkt-Recall zum Beispiel. Ja? Und wie schnell haben wir die Cases abgearbeitet und diesen Sentiment wieder unter Kontrolle bekommen? Okay, in diesem Sinne noch kurz ein, zwei Kundenbeispiele, ja, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Und dann dürfen Sie mich fleißig, beziehungsweise auch die Katrin natürlich fleißig mit Fragen auch noch triezen. Zum einen möchte ich Ihnen hier kurz, das jetzt genommen, die KLM vorstellen. KLM ist ein sehr langjähriger Kunde von der Salesforce Marketing Cloud, nutzen unser Produktportfolio fast von vorne bis hinten, ja, also auch für E-Mail und andere Kanäle, waren aber auch einer der ersten Kunden, der unsere Social Media Komponenten direkt für den Kundenservice auch genutzt hat. Ja. War ein längerer Rollout-Prozess, aber in der Zwischenzeit ist der Kundenservice von KLM, ja, sind 7 Sprachen verfügbar, arbeitet 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, ja, hat gerade im Social Media Bereich wirklich eine sehr große Datenbank auch aufgebaut, ja, haben da in der Zwischenzeit mehr als 3 Millionen Kontakte, mit denen sie kommunizieren oder kommuniziert haben. Und ja, also allein auf Twitter, sie werden 25.000 Mal pro Woche erwähnt. Ja, es gibt einen Menschen für die KLM und daraus entstehen nahezu 2.500 Konversationen jede Woche. Ja. Daraus entstehen wiederum 1.300 Service Cases, direkt in die Service Cloud eingespielt werden. Und das sind wirklich beeindruckende Raten. Ja. Denn das könnten natürlich dann auch 1.300 Cases sein, die vielleicht übers Callcenter reinkommen. Ja. Also die KLM hat hier wirklich signifikante Kosteneinsparungen erzielt, ja, wirklich selber proaktiv rausgegangen in den Social Media Bereich, mit einem Fokus auf Twitter in diesem Fall, haben es aber eben geschafft. Ja, und Twitter, gerade im Business-Bereich, ist natürlich sehr weit vertreten. Ja, ich denke jetzt im klassischen Consumer-Bereich in den deutschsprachigen Ländern noch nicht so weit vertreten. Ja, aber klassische Business-Traveler, ja, das betrifft mich, das betrifft bestimmt auch viele, die wir jetzt hier am Telefon haben, wir sind deutlich aktiver an Twitter als das vielleicht der durchschnittliche Konsument. Ja, aber dort ist es natürlich schön, ja, einen schnellen interaktiven Kanal zu haben. Ja. Dementsprechend, ich glaube, es ist naheliegend, dass die Kosteneinsparungen, wenn man es schafft, 1.300 Cases eher im Social Media Bereich abzudecken, wirklich signifikant sind. Ja. Das Ganze wurde natürlich dann auch verbunden, ja, mit deutlich effektiveren Kampagnen, denn wir haben gesehen, ja, das ist dann auch eine Sache, wie man dann mit den Word-Clouds arbeitet, die Themen sind relativ häufig das Loyalty-Programm. Ja. Buchungen, Gepäck, Check-in, ja, wir gehen wieder bis zurück auf den Punkt, den wir vorhin in der Service Cloud gesehen haben. Ja, mit vordefinierten Templates in der Knowledge Base ist auch einfach das Feedback deutlich schneller. Ja. Dementsprechend hat die KLM es auch geschafft, einfach deutlich höhere Proaktivität in die Problemhandlung zu bekommen. Und dann last but not least, für die Gamer unter Ihnen, ich war es früher mal, heutzutage glaube ich nicht mehr so viel, nachdem ich relativ viel unterwegs bin, wäre meine Frau glaube ich nicht so begeistert, wenn ich dann noch groß irgendwie vom PC oder vor der PlayStation rumhänge. Aber Activision, auch relativ langer Kunde von uns, sehr, sehr aktiv im Social Customer Service auch. Ja. War natürlich auch ein bisschen ein Wechsel im Mindset, auch in der Organisation selber, in der Organisationsstruktur. Ja, aber sie haben in den letzten Jahren wirklich den Fokus gesetzt auf einen schnellen Customer Service. Und hier einen Fokus ganz klar auf Social Networks. Und in der Zwischenzeit sind sie an einem Punkt angekommen, wo die Hälfte aller Anfragen, ja, für den Kundenservice direkt aus Social Media kommen. Ja. Haben es dort noch geschafft, deutlich schneller darauf zu reagieren. Auch hier wieder der Hinweis auf die Knowledge Base, auf das man hier eben mit Templates arbeiten kann. Haben es dort geschafft, wirklich deutlich eine Steigerung zu erzielen in der Kundenzufriedenheit und auch hier natürlich auch einen sehr, sehr positiven Sentiment in den darauffolgenden Interaktionen zu erzielen. Ja. Es geht immer relativ häufig auch ums Sharing, ja, ums Weiterleiten und haben hier dann eben auch gesehen, dass sie einen deutlich nachhaltigeren, positiven Sentiment haben. Guter Kundenservice, ja, da gibt es auch schnell mal einen Retweet, einen Menschen, ja, wo sich auch dieses Dankeschön, ja, auch transparent in unterschiedlichen Social Media Kanälen auch wieder darstellt.
Gut, so viel glaube ich erstmal von meiner Seite, was ich heute einfach mal zeigen wollte. Ich hoffe soweit erstmal, dass es interessant war. Ich übergebe einfach mal ganz kurz nochmal an Katrin. Katrin, hast du schon Fragen aus dem Ja. Publikum bekommen? Christoph, dann erstmal ganz herzlichen Dank für die Demo. Ich fange gleich einmal an mit der ersten Frage. Die bezieht sich auch darauf, ob wir dieses Webinar aufzeichnen und wo das dann zur Verfügung steht. Ja, wir zeichnen dieses Webinar aufgezeichnet. Wir werden Ihnen im Anschluss an das Webinar diese Aufzeichnung auf YouTube zur Verfügung stellen, sodass Sie die jederzeit nochmal abrufen können und vielleicht auch mit Kollegen teilen können oder an die weitergeben können, wenn das für die auch von Interesse ist. Sie bekommen dazu auch die Slides von uns zur Verfügung gestellt und haben dann in der E-Mail, die Sie von uns bekommen, natürlich auch noch die Kontaktdaten, sodass Sie da gerne auch jederzeit nochmal auf uns zukommen können. Wenn Sie über dieses Webinar hinaus jetzt Fragen haben, die sich dann vielleicht auch erst im Nachgang an dieses Webinar ergeben. Ich habe noch hier zwei weitere Fragen. Christoph, die würde ich gerne an dich weitergeben. Einmal geht es um die Quellen, also welche Quellen im Social Listening-Bereich abgedeckt werden. Das ist sowohl in der Quantität als auch in der Qualität doch relativ ausführlich. Wir decken mehrere hundert Millionen Quellen weltweit ab. Also wirklich auch eine global ausgelegte Lösung, das Listening Tool. Das betrifft selbstverständlich die großen Social Networks wie Twitter, Facebook und Co. Gerade bei Twitter haben wir eine doch recht privilegierte Integration, ja, direkten Zugriff auf Twitter Firehose. Was heißt, Sie können dort auch erwarten, dass die Tweets, die abgesetzt werden, nahezu in Echtzeit auch in dem System hinterlegt werden und auch wirklich in ihrer Gesamtheit. Also da geht nichts verloren. Über die Klassiker hinaus selbstverständlich Blogs mit dabei, Foren werden mit abgedeckt, bis hin zu den klassischen Mainstream- und News-Seiten auch. Ja. Die Art und Weise, wie gesammelt wird, ja, das sind zum einen vielleicht auch native Crawler, die wir dort einsetzen, das Ganze auch über Partnerschaften, ja, wie gesagt, privilegierte Twitter-Partner, aber auch Premium-Partner von Facebook. Darüber hinaus gibt es natürlich in dem erweiterten Umfeld auch Aggregatoren, die uns wiederum mit Daten versehen. Also ein relativ breites Spektrum am Ende des Tages. Okay, ich habe eine Frage, die schließt sich da so ein bisschen dran an. Da geht es darum, welche Engagement-Funktion es auch für andere Kanäle, zum Beispiel für Foren, gibt. Genau. Momentan haben wir die Engagement-Kanäle, die wir gerade gezeigt haben. Wir arbeiten natürlich daran, sowohl das Publishing als auch das Engagement weiter auszubauen. Ja, da kommen dann Sachen wie Google Plus, Pinterest, Instagram in den nächsten Wochen und Monaten mit hinzu. Bei Foren ist das Ganze ein bisschen komplexer, weil die alle auf unterschiedlichen Technologien auch liegen. Ja, man kann schließlich auch sein eigenes Forum, seine Community, ja, mit der Community Cloud von Salesforce bauen. Da fällt uns das Engagement natürlich ein bisschen leichter. Aber ja, ein Forum ist dann vielleicht bei jedem x-beliebigen Content-Management-System mit aufgebaut. Es gibt spezielle Foren-Technologien auch. Deswegen ist es hier relativ heterogen. Das macht es schwierig, eine einheitliche Engagement-Konsole für Foren aufzubauen. Aus Listening-Sicht natürlich überhaupt kein Problem. Ja, da haben wir relativ viel abgedeckt, solange es ein öffentliches Forum ist. Aber da, das ist eine Sache, da tun sich, glaube ich, die meisten Engagement-Konsolen einfach noch ein bisschen schwer im Forenbereich. Okay, vielen Dank. Wir haben noch eine Frage nach dem Unterschied zwischen Neforce Mobile versus den Salesforce Apps. Die nehme ich gerade mal die Frage. Neforce Mobile ist eben halt die von Neforce entwickelte Offline-Salesforce App. Die ist in der Funktionalität, wie ich das vorgestellt habe, ist die zunächst, wie gesagt, eben iOS-basiert und für iPad und iPhone. Hat eine komplette Offline-Funktionalität. Das heißt, wir replizieren wirklich dann die komplette Datenbank. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, auch auf der Salesforce One-Plattform solche Apps umzusetzen. Der Unterschied ist natürlich in dem Fall auch, dass auf der Salesforce One-Plattform viele Betriebssysteme unterstützt werden.
am Ende des Tages ist es, glaube ich, so, dass man da für die jeweiligen Anforderungen und auch den jeweiligen Kunden einfach ein bisschen genauer reinschauen muss, was möchte der Kunde genau umsetzen und wie sind die Anforderungen. Und dann kann man da sicherlich zu einer Entscheidung kommen, welche Vorgehensweise und auch welcher Weg da der richtige ist. Vielleicht einfach noch dazu, also wir haben zum einen, wie gesagt, unsere eigene App, aber wir haben natürlich auch eine Möglichkeit, auf der Salesforce One-Plattform für unsere Kunden da entsprechend Lösungen aufzusetzen. Ich hoffe, das beantwortet das erstmal so aus der Vogelperspektive. Ich würde sonst auf den Teilnehmer, der die Frage ist gestellt hat, auch gerne nochmal separat zugehen an der Stelle. Gut, gibt es weitere Fragen? Ich habe jetzt hier im Moment, glaube ich, haben wir jetzt zunächst erstmal die Fragen soweit beantwortet. Dann, wie gesagt, bekommen Sie von uns die Aufzeichnung und Sie bekommen die Slides und unsere Kontaktdaten, falls Sie weitere Fragen im Anschluss an das Webinar haben. Ich würde mich dann an der Stelle gerne ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen an der Stelle einen schönen Tag und auch schon ein schönes Wochenende wünschen. Gleich auch von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, auch mal von meiner Seite schönes Wochenende, erholsames Wochenende und hoffentlich bis bald. Danke.